Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zum zweiten Tag. Wir sind alle erwacht. Die Nacht war gut. Alle haben bis um 7 Uhr jetzt geschlafen. Chiara war gestern Abend noch zweimal wach geworden, aber nur ganz kurz. Und dann war die Nacht aber ruhig. Lilly ist einmal aus dem Bett gefallen. Aber zum Glück hat sie sich nicht wehgetan. Hat auch nur einmal ganz kurz, weil sie erschrocken ist, dann geweint und dann war aber alles wieder gut und dann habe ich sie einfach ein bisschen mehr in die Mitte noch geschoben und habe dann so eine Decke aufgebaut am Rand. Zu müde gewesen. Ja, also, aber alles gut, ist nichts passiert. Und jetzt werden wir uns alle mal hier ready machen und dann geht's zum Frühstück. Und dieser Ausblick hier ist einfach so einmalig, das ist einfach so wunderschön hier. Ja, und wir haben ja gestern schon kurz angeschnitten, was wir heute vielleicht vorhaben. Wir werden es aber spontan, je nach Wetterlage, entscheiden mit der Highline, also mit dieser Hängebrücke, wo wir vielleicht heute hinwollen. Die ist nämlich nur 15 Kilometer oder sowas von unserem anderen Hotel, wo wir heute hingehen, dann entfernt. Und deswegen, wir können erst um 15 Uhr auf unser Zimmer, deswegen werden wir das dann wahrscheinlich heute noch einbauen. Aber jetzt machen wir uns alle erstmal fertig und starten hier alle gemütlich in den Tag. Hier wird natürlich direkt wieder Torolino geguckt. Gut, dass es das hier auch gibt. Wobei, das gab es sogar letztes Jahr auch in der Türkei, ne? Super RTL. Also das gibt es eigentlich fast überall, wo auch deutsche Touris rummachen. So, warum nur her? Aber was echt richtig cool war, war hier, dass wir dieses zweite Zimmer hier noch mit hatten. Wir hatten jetzt gestern hier noch so ein Babybett reingestellt bekommen. Das war gestern auch ein kleines Missverständnis, das haben wir gestern gar nicht erzählt. Wir hatten nämlich nur das Bett hier stehen und dann haben wir gesagt, wir hätten gerne hier noch so ein Babybett für Chiara. Und dann kamen wir gestern nach dem Abendessen hier hoch und dann hatten sie einfach nochmal so ein einzelnes Bett hier hingestellt. Das war natürlich nicht das, was wir meinten, aber es kam dann wirklich, der Marc ist runtergegangen zur Rezeption und es kam dann auch wirklich prompt jemand, also der kam hier rein und nicht mal eine Minute später stand schon ein Mitarbeiter hier und hat das Bett wieder rausgeräumt und uns dann halt eben das Babybett gebracht. Also Service ist hier wirklich richtig, richtig gut. Hier wird alles sofort erledigt und sind alle super nett, also wirklich top. Nochmal ein letzter Blick hier raus aus von unserer Terrasse. Oh Leute, ey, das ist einfach so unglaublich schön hier. Guckt euch das an. Das ist einfach echt. Ich kann mich gar nicht satt sehen an diesem Blick hier. Und hier dieses Örtchen, ich finde das total süß einfach. Da kann man bestimmt auch total schön spazieren gehen. Ach, ich finde das einfach total idyllisch und schön hier. Große, dicke Empfehlung. Der Marc kann ja nochmal erzählen, wie er geschlafen hat und was heute Morgen schon der Nervtöter war? Nein. Wir hatten hier heute Morgen. Das muss nicht alles erzählt werden. Wir hatten hier heute Morgen eine richtig schöne nervtötende Fliege, die ständig. Ja, da ist sie doch noch. Hier. Da fliegt sie. Die Nervensäge. Die ist also um unseren Kopf rumgeschwirrt heute Morgen um 6. Und hat uns nicht in Ruhe gelassen. Das ist ein nerviges Geräusch. Ist das auch ein nerviges Geräusch? Ja, das war echt nervig. So, wir laufen jetzt erstmal wieder rüber zum Schwimmbadeingang, weil wir haben nämlich die Schwimmärmel irgendwie gestern im Schwimmbad vergessen von Lilly und fragen jetzt mal, ob die gefunden wurden. Und dann gehen wir frühstücken. Hier ist unser Hotel übrigens von außen. Da irgendwo ist unser Zimmer. Und oh, wie schön es aussieht. Ich flippe aus. Das sieht so geil aus, einfach mit den Bergen. Und hier drüben ist der Aquadom. Deswegen gehen wir da jetzt erstmal schauen, ob wir da die Schwimmflügel wieder kriegen. Also wie gesagt, Hotel ist direkt gegenüber. Es gibt aber auch so unterirdische Gänge sozusagen, dass man da auch innen drinne in den Aquadom kommt vom Hotel und umgekehrt. Also man muss nicht zwangsläufig hier außen rumlaufen. Aber es ist einfach so schön. Wunderschön hier. Das fandet ihr gestern hier schon lustig mit den zwei, mit den Huppeln hier. Der Huppelweg hier. Ja, auf Chiara, los geht's. Das ist für mich? Ich dachte, du hast dir das ausgesucht, Schatzi. Du hast dir einen Erdbeerjoghurt und eine Apfeltasche ausgesucht. Die Mama möchte jetzt, das ist aber lieb, aber die Mama möchte lieber einen Pfannkuchen essen.
Kannst du bei mir dann auch mal probieren, wenn du willst. Setz dich schon mal auf deinen Platz, dann kannst du schon mal anfangen. So, mein erster Frühstücksgang sind Pancakes, die frisch gemacht wurden mit Obst und Nutella natürlich. Ja, ihr bekommt auch ein bisschen was ab. Und das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. So, ich wollte mal gerade nochmal hier das Buffet zeigen, das Gute. Das fängt hier vorne an, schon mit Süßgebäck. Dann hier diverse Marmeladen und Erdnussbutter. Drüben haben wir die Brotstation. Ich muss gucken, dass ich es nicht so hoch filme, weil hier sind ja ganz viele Leute. Dann haben wir hier ein bisschen Obst und Joghurt. Auch hier diverse alternative pflanzliche Drinks. Dann haben wir hier die Kellogg-Station. Hier gibt es noch Tee. Dann ist hier alles, hier wird alles frisch zubereitet. Also Pancakes, Omelette, alles, was das Herz begehrt. Sehr lecker. Dann ist hier die Aufschnittbar. Hier ist auch wirklich alles da. Von Wurst bis Rohkost und Käse. Und hier haben wir auch nochmal eine Pancake-Station. Und hier vorne gibt es dann auch nochmal so glutenfreie kleine Snacks. Also ist wirklich für jeden was dabei. Und was ich vergessen habe, das zeige ich euch auch nochmal gerade. Das ist richtig cool. Es gibt noch hier frisch gepressten O-Saft und ganz viele frische Säfte, die zeige ich euch jetzt auch nochmal. Also hier haben wir einmal ein bisschen Wasser mit Ingwer, Rosmarin und Zitrone, Orange. Dann gibt es hier ganz normal Wasser und hier die diversen frisch gepressten Säfte und den normalen Säfte. Und Highlight ist auf jeden Fall, dass es hier eine Maschine mit frisch gepresstem O-Saft gibt. Da werde ich mir direkt jetzt noch einen ziehen und dann geht es wieder zurück zum Platz. Also es ist wirklich ein super reichhaltiges Buffet und sehr, sehr lecker. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true, no matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold, no matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why, I'm always feeling homesick. Zum Markt gesagt, es ist einfach schon allein hier nur zu fahren so schön, wegen dieser ganzen Landschaft hier. Das ist einfach so atemberaubend, eben gerade ja auch. Ihr habt es ja jetzt gerade hier kurz in dem Einspieler gesehen, dieser Wasserfall. Das ist so cool, wirklich. Also ich finde, hier wird man so wirklich irgendwie so geerdet, so irgendwie so abgeholt. Ich weiß auch nicht, ich kann gar nicht beschreiben, wie ich das empfinde. Das ist einfach so. Irgendwas hat es, irgendwas Gewaltiges, aber auch irgendwie sowas Beruhigendes. Das ist total cool. Auch jetzt haben wir heute auch noch so cooles Wetter hier. Perfekt jetzt für die Hängebrücke. Wir sind angekommen an der Highline. Hier oben sieht man sich schon. Wir haben jetzt hier gerade auf dem Parkplatz geparkt. Die ist ganz schön hoch, ne? Und da wollen wir jetzt drüber laufen. Wow! Das wollen wir mal gucken, ha? Müssen wir erstmal irgendwie hochkommen, Lilly. Wie kommen wir denn da hoch? Ja. Papa und Tochter studieren den Plan. Und wisst ihr jetzt, wo wir hin müssen? Na, Lilly, weißt du wo? Ja, so sieht es hier auf jeden Fall aus. Was? Müssen wir hier. Wir haben uns jetzt doch entschieden, mit dem Lift hochzufahren, weil die Steigung schon ziemlich übel ist mit Kinderwagen hier und mit zwei Kindern. Deswegen werden wir jetzt doch da hochfahren. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. So much better. I don't fit to your bars, beauty queens without no flaws. You can do better. Wollen wir da drüber laufen? Ja. Komm mal mit.
Achtung. Boah, ne? Die wackelt. Lilly. Das wackelt, Lilly. Ui. Die wackelt ganz schön, Lilly, oder? Oh Gott, es will. Ach du Scheiße. Du meine Güte. Wow, meine Güte. Oh Scheiße, ey. Pass auf das Kind auf. Du musst auf mich aufpassen. Wow, Lilly. Oh Gott. Ach du heiliger Bimbam, ey. Oh Gott, die Mama scheißt gleich in die Hose, ey. Guck mal hier, oh, ich darf gar nicht runter. Oh mein Gott. Und auf. Die Mama scheißt sich hier in die Hose, ey. Oh mein Gott, ich darf gar nicht selbst. Ihr könnt runter gucken, ich guck nicht runter. Lilly, wie ist das? Ist das lustig? Das wackelt, gell? Wow, was ein Blick, ey. Chiara, komm, weiterlaufen. Leute, ich sag's euch, ich bin klatschnass geschwitzt. Aber nicht vom Laufen, sondern... Oh, Schiss. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so wackelige Knie hatte. Das ist schon, also das ist nicht zu unterschätzen. Wobei ich eben schon gesagt habe, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mir mehr Gedanken wegen den Kindern gemacht habe oder wegen mir selbst. Aber das ist schon echt, boah, das ist schon echt krass. Also hier ist die Brücke. Da müssen wir auch wieder zurück irgendwie. Und wir sind jetzt nochmal hier auf die andere Seite, nochmal zum Aussichtspunkt. Oh, hier kann man aber auch coole Bilder machen. Aufpassen. Man muss hier halt echt höllisch aufpassen wegen den ganzen Abgründen hier mit den Kids. Deswegen, da muss man schon, also es ist auch schon nicht so ohne. Also, und es ist halt eine, man darf das echt nicht... Also unterschätzen, es ist halt eine Hängebrücke, also sie wackelt halt auch, ne? Also es ist schon ein sehr merkwürdiges Gefühl, da drüber zu laufen. Also hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass ich da doch so schissig bin. Aber wie gesagt, ich glaube auch, es lag ein bisschen an den Kindern, aber die waren eigentlich, also denen macht das ja gar nichts aus, aber die wissen ja auch noch nicht, was das bedeutet. Die Lilly war echt total mutig, Chiara auch, nur die Mama hat sie in die Hose gepisst. Aber... Es war es auf jeden Fall trotzdem mal wert, dieses Erlebnis. Wow. Das ist ja eine schöne Aussicht hier oben, ha? Mäuse. Gucken könnt ihr, aber nicht hochklettern, sonst kriege ich die Krise. Wir haben gerade schon gesagt, also mein Papa und seine Mama, die hätten nicht einen Fuß drauf gesetzt. So weit weg von zu Hause sind wir. Ja, reich. Ich will aber nicht, dass ihr so weit von uns weg hier lauft. Hallo. Hallo. Ja, dann komm. Jetzt erst, scheiße. Auf weiter, Chiara. Oh mein Gott. Jetzt ist wieder die obere Begrenzung weg. Oh. Weiterlaufen, Chiara. Weiterlaufen, Chiara. Lauf weiter. Guck vor dich, Maus. Guck vor dich, hier kommen Leute. Oh Gott. Leute, ey, ich scheiß mir in die Hose ohne Scheiß. Das ist ganz einfach, Lilly. Die läuft da echt vorne weg, ey. Das ist so geil, dieses Kind. Aber Kinder haben halt ein anderes Empfinden als wir Erwachsene. Oder als die Mama zumindest gerade in dem Moment. Chiara, weiterlaufen. So, jetzt füllen wir auch nochmal uns. Die guckt da als runter. Ich kann da nicht runter gucken. Ich habe die Kamera schon ein paar Mal noch ungerichtet. Da kann ich mir auf dem Video angucken, wie es aussah. Ey Leute, das ist echt... Also, es ist halt wirklich eine Hängebrücke. Es wackelt. Lilly, guck vor dich, gell? Sehr gut. Chiara, du auch? Ja, Lilly, ey. Lilly. Ach,
Achtung! Ja, weiterlaufen. Ja. Nimm mal die Chiara an die Hand, Lilly. Nehmt euch mal an die Hand, genau, dann könnt ihr zusammenlaufen. Super, ihr zwei. Unser Fahrstuhl da, ne? Auf, lauft mal weiter. Mäuse, lauft mal weiter. Sehr gut macht ihr das. Boah. So halb zumindest, auf der anderen Seite, ohne Hängebrücke. Okay, ich habe es geschafft, Kia. Ja. Was sagt sie zu mir? Weiter? Toll macht ihr das, ihr zwei. Ich bin ganz stolz auf euch. Weiter? Oh Mann, ey. Lilly, jetzt rennt die auch noch. Nee, wirklich nicht. Chiara, lauf mal weiter, lehn dich doch. Chiara! Ey, nicht weiterlaufen. So, ja. Lauf mal weiter. Ja, Chiara, lauf doch mal. Flitz mal zur Lilly. Angekommen im Familienhotel Kaiserhof in Berwang und ich bin jetzt hier gerade, hier befindet sich unsere Zimmertür und ich mache jetzt direkt wieder die Roomtour am Anfang, wo noch alles ordentlich ist. Die Mädels sind gerade mit dem Marc ihre Trinkbecher auffüllen, die haben wir gerade beim Einchecken bekommen. Für jedes Kind gibt es einen Trinkbecher mit Name sogar drauf, fand ich total süß und jetzt switche ich euch mal rum, einen Moment. Und wir starten hier mal mit unserer kleinen Roomtour. Also hier kommt man rein, hier haben wir einen kleinen Flur. Dann ist hier direkt das Kinderzimmer, auch schon mit Babybett. Hier ist ein Bett und da ist auch noch ein Bett. Dann haben wir hier direkt nebenan eine Toilette. Da ist auch hier ein Toilettenaufsatz und ein Töpfchen noch mit dabei. Dann ist hier ein Kleiderschrank. Dann haben wir hier noch ein Badezimmer mit Dusche. Genau, dann ist hier unser kleiner Wohnbereich. Hier ist noch ein Schrank. Dann haben wir hier, okay, hier sieht schon wieder nicht mehr ganz so ordentlich aus, aber gut, so ist das halt. Haben wir unser Bett und dann haben wir hier auch noch einen wunderschönen Panorama-Ausblick mit unserem Balkon hier wieder auf die Berge. Richtig schön. Sieht echt richtig toll aus. Ach, es ist einfach so ein toller Ausblick hier überall. Egal wo, ich glaube, es ist egal, wo man hier ist. Es sieht überall einfach schön aus. Ja, und jetzt werden wir, wie gesagt, hier erstmal ankommen. Ich räume jetzt ein bisschen die Koffer aus. Und muss alles mal ein bisschen für mich sortieren und aufräumen, damit ich mal wieder einen Überblick habe. Und dann werden wir hier mal auf Erkundungstour gehen. Aber bevor wir das machen, wie gesagt, lege ich jetzt hier erstmal los und bringe mal ein bisschen Ordnung in dieses ganze Chaos hier, in den ganzen Sachen. Einen wunderschönen guten Morgen, ein neuer Tag. Heute ist Freitag, wir sind jetzt fertig und gehen jetzt gleich frühstücken. Und ich wollte euch hier auch noch mal kurz den Ausblick zeigen, beziehungsweise ich glaube, ich habe es gestern schon bei der Roomtour gemacht, aber gerade sieht es krass aus wegen den ganzen Wolken. Ich switche mal kurz die Kamera. Die hängen nämlich hier richtig tief. Guckt euch das mal an, man sieht da hinten den Berg gar nicht mehr. Und es hatte auch heute Morgen um 6 oder so einmal richtig krass geschüttet hier. Und die Luft ist aber hier so gut, die ist einfach so frisch und ach, man kann irgendwie einfach richtig gut durchatmen. Ich weiß auch nicht. Also ihr hört schon raus, ich bin total geerdet. Ich bin einfach voll begeistert hier von der Natur und von dieser Ruhe hier und von, ja, von dieser ganzen Gelassenheit, die hier so ausgestrahlt wird. Ja, wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal, wie gesagt, frühstücken und dann werden wir mal sehen, was wir machen. Wir werden wahrscheinlich heute aber hier bleiben
und den Tag hier verbringen, weil wir sind jetzt ja gestern und heute eigentlich auch die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit, aber viel Auto gefahren. Deswegen werden wir wahrscheinlich heute erstmal ein bisschen hier bleiben, weil wir morgen nämlich dann zum Eibsee und zur Zugspitze wollen, weil morgen soll, also das ganze Wochenende soll das Wetter nämlich hier richtig bombastisch werden. Und deswegen heben wir uns das dann fürs Wochenende auf. Und am Sonntag geht es ja noch zu Neuschwanstein, da geht es ja aber auch wieder Richtung Heimat. Deswegen verbringen wir den Tag heute einfach mal hier. Mal gucken, vielleicht gehen wir auch irgendwie nochmal spazieren oder sowas, mal schauen. Aber hier im Hotel gibt es ja für die Kinder auch einiges, was hier geboten ist. Deswegen gehen wir jetzt erst frühstücken und dann schauen wir, was wir machen. Lilly wollte kurz nach dem Schwimmbad gucken und bevor wir frühstücken gehen, das war ganz wichtig. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nutze jetzt gerade mal die Gelegenheit, hier ist nämlich gerade keiner da und zeige euch einfach mal hier unten ein bisschen was, weil gestern waren einfach zu viele Leute hier und zu viele Kinder, um hier zu filmen. Ich switche nochmal die Cam. Und zwar ist das hier so das Kinder- und Babyland, total cool. Also hier ist für die ganz Kleinen auch was geboten. Da hinten geht es auch noch rein, da ist noch so ein kleines Klettergerüst mit Rutsche und so Verzerrspiegel. Hier gibt es irgendwelche so kleine Computerspiele. Und dann geht es hier hinten rein Richtung Schwimmbad. Wow, hier ist es total rutschig. Hier wurde gerade gewischt. Ja, hier kann man sich nach dem Schwimmbad fertig machen. Hier geht es dann rein ins Schwimmbad. Da filme ich jetzt nicht rein, da sind nämlich schon welche. Dann geht es hier noch runter. Das fanden wir gestern richtig cool. Oder die Kinder vor allen Dingen. Hier geht es nämlich noch rein in so einen Kletter. So einen kleinen Kletter- und Hindernisparcours. Und hier dann auch nochmal. Und hier hinten ist noch eine Kinderbetreuung. Die ist ab 3 Jahren. Es gibt aber auch noch eine unter 3 Jahren. Und das Ding hier, das ist so eine Windmaschine. Da Lilly gestern so völligst unerwartet, dass da irgendwas kommt, hat sie auf diesen roten Knopf da gedrückt und dann kam da so voll der Wind raus. Und sie hasst es ja, so laute Geräusche. Wenn dann noch dazu Wind kommt, dann ist sie so schnell mit so riesen Augen wieder zurückgerannt und dann voll über dieses Ding da drüber gejumpt. Also, ja, das wussten wir ja auch nicht, was da passiert, wenn man da drauf drückt. Ja, auf jeden Fall ist das hier unten so der Indoor-Kinderbereich. Jetzt habt ihr das auch mal hier gesehen. Gesagt, jetzt war hier gerade nichts los. Hier sind auch noch Toiletten und Sauna. Morgen. Und ja, jetzt werden wir mal frühstücken gehen, wenn wir die Kinder hier irgendwie wegbekommen. Boah, hier ist es voll rutschig jetzt mit meinen neuen Schuhen. Wir haben einen alten Fangummel, jetzt kriegen wir einen Elektroschock. Oh. So, wir gehen jetzt noch die Trinkbecher auffüllen. Die Kids haben nämlich hier so Trinkbecher bekommen an der Rezeption, als wir uns hier angemeldet haben. Da kann man jederzeit an der Station hier die Getränke auffüllen. Das machen wir jetzt erstmal. Und dann geht's zum Frühstücken. Hier ist noch so eine Bar, eine Lobby. Hier kann man auch abends noch schön sitzen. Da gibt es dann auch die Snacks nachmittags. Lili, Apfelsaft ist besser. Du auch, Chiara? Ja! Schon ganz ungeduldig hier. Nein, 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 das lassen wir stehen. Ja? Zeigst du uns, wo es das Essen gibt, Lili? Ja. Hier drinne und zeigst uns auch noch und weißt du noch, wo unser Tisch ist? Ja, komm hier. Ich glaube, wir müssen über, oder? Hier können wir rumgehen. Ist ja eigentlich egal, worum, aber gehen wir mal zu unserem Tisch. Man hat hier nämlich immer den gleichen Tisch, ne? Den ganzen Aufenthalt lang. Zeigst du uns? Ja, ganz genau. Das ist unser Tisch. Prima. Guck, hier stehen nämlich unsere Namen drauf. Da. Hallo. Hallo. Ja, habt ihr jetzt alle Stifte runtergeschmissen? Oh!
Akku-Erfahrung hier. Dieses Mal, und das kannst du denen jetzt geben, ne? Klingling. Die sind ja süß, die Kühe. Hm? Die sind noch ganz klein. Ja, die großen. Die Oma streicheln? Oma streicheln? Wie die Chiara? Ja. Komm mal her. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh. Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist ein neuer Tag. Gestern waren wir nur hier im Hotel. Es war nämlich gestern echt scheiß Wetter. Es hat die ganze Zeit geregnet. Aber wie ihr sehen könnt, wir haben heute das genaue Gegenteil. Heute ist perfektes Wetter. Strahlend blauer Himmel, keine Wolke. Und dieses Bergpanorama dazu ist einfach gigantisch. Wir sind jetzt gerade hier noch auf dem Spielplatz, beziehungsweise die Lilly ist hier auf dem Trampolin vom Hotel. Wir wollen dann aber gleich los. Heute steht wieder ein Ausflug auf dem Programm, und zwar fahren wir heute zum Eibsee und wollen hoch auf die Zugspitze. Bei dem Wetter lohnt sich das auch, die Aussicht da oben zu genießen. Und wir warten jetzt gerade hier noch auf den Marc und die Chiara, die sind gerade noch drin irgendwo. Deswegen darf Lilly jetzt hier, bevor wir losfahren, erstmal ein bisschen Trampolin springen. Von dem Hotel hier sind es ungefähr 30 Kilometer bis zur Zugspitze, also nicht so weit. Und da bin ich echt mal sehr gespannt drauf, wie das so wird und wie da die Aussicht auf jeden Fall auch ist. Also wie gesagt, heute bestes Wetter dafür. Wir hatten leider gestern noch einen kleinen Unfall mit Lilly. Die hat irgendwo in irgendeiner Wand in so ein Loch gegriffen und hat sich unter den Fingernagel einen Splitter reingehauen, wie auch immer sie das geschafft hat. Wir haben versucht, das Ding rauszuholen, keine Chance. Wir beobachten jetzt, ob es irgendwie dick wird oder rot. Und zur Not muss ich dann am Montag mit ihr zum Arzt gehen und das so rausholen lassen, weil hier keine Chance. Ja, das muss natürlich auch sowas immer im Urlaub passieren, ist klar. Aber gut, es scheint okay zu sein. Und ja, jetzt lassen wir die Kinder hier erst noch mal ein bisschen hüpfen und dann geht's los. Hier seht ihr nochmal unser Hotel. Das ist das Familienhotel Kaiserhof, wo wir hier sind. Und es ist wirklich so eine wunderschöne Aussicht hier. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt hört, aber es sind zu viele Hintergrundgeräusche. Aber die Kuhglocken hier, das hört sich so lustig an. Da hinten ist auch noch eine Seilbahn, die ist gerade auch am Laufen. Wir waren gestern mal hier bis runter spazieren, aber da das Wetter nicht so dolle war, haben wir dann wieder umgedreht und sind wieder zurückgelaufen. Ja, und jetzt dürfen die Kids hier noch ein bisschen spielen. Also wir sind am Eibsee angekommen. So sieht es hier aus. Es ist natürlich heute Bombenwetter, deswegen ist natürlich auch mehr los. Das war ja klar. Und auch noch Wochenende. Dass das jetzt hier kein leerer See sein wird, das war zu erwarten. Aber schaut euch den mal an. Der ist so mega klar. Das ist so schönes Wasser. Richtig wow. Schön. Achtung. Wow, sagt die Chiara da auch schon, ne? So schön. Also wir sind, wie gesagt, hier angekommen. An einem schönen Eibsee. Seit wann bin ich denn die Oma? Was denn, Lilly? Das ist ein schöner See hier, Lilly. Ja. Kann man hier sogar schwimmen? Ja. Boah. Die Chiara übertreibt viel, fliegt gleich rein. Ohne Boot schwimmt er einfach da raus. Ja. Und hier sind auch ganz viele Boote, ne? Ja. Lonely.
of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. So, was ich jetzt noch erzählen wollte, hör auf jetzt. Was ich jetzt noch erzählen wollte. Wir sind von unserem Hotel jetzt erstmal eine halbe Stunde circa gefahren, ein bisschen mehr vielleicht. Und wenn ihr Eibsee und Zugspitze machen wollt, dann fahrt einfach zum Eibsee, weil die Seilbahn oder Seilzug, wie auch immer, fährt auf jeden Fall von hier aus auch dann hoch auf die Zugspitze. Also es ist beides hier wirklich an einem Fleck. Das heißt, man muss dann keinen Ortswechsel mehr machen oder sowas, sondern man hat hier wirklich beides. Man hat hier den Eibsee und man kann auch dann von dem Parkplatz, von dem Hauptparkplatz vorne, dann hoch auf die Zugspitze. Das werden wir dann auch noch machen. Eintritt Zugspitze ist nicht ganz günstig, kostet aktuell, glaube ich, 51 Euro pro Person. Wir werden es nachher nochmal sehen, dann sage ich es euch nochmal genauer. Aber ich meine, ich hätte gelesen, 51 Euro ist nicht gerade günstig. Aber wir haben gesagt, wann sind wir nochmal hier? Wir werden das jetzt auf jeden Fall machen. Jetzt ist das Wetter heute auch richtig gut. Und man kann bis zu 90 Kilometer weit gucken heute. Also das lohnt sich auf jeden Fall, dass wir da heute mal hochfahren. Die Fahrt nach oben dauert 10 Minuten circa. Und nach unten dann eben auch wieder 10 Minuten. Und was hast du gesagt? Wie oft fährt an die Dinger? Du hast da vorhin auch gelesen. Alle 10 Minuten. Alle 10 Minuten fährt so eine Bahn nach da oben. Aber wir laufen jetzt, wie gesagt, hier erstmal einmal um den... Also weiß ich nicht, ob wir ganz um den See drum rumlaufen. Ich glaube es eher nicht. Und erkunden hier mal ein bisschen. Und dann fahren wir vielleicht nochmal mit so einem Bötchen hier drüber. Aber erstmal laufen wir jetzt noch ein Stück. Papa ist hier der Raubtierfütterer. Der hat hier die Kekspackung schon direkt in der Hand behalten. Weil hier ständig nach irgendwelchen Keksen gerufen wird. Komm wieder ein Pferd, das gibt's ja gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig schöner Ausblick und der See ist halt einfach gigantisch. Der ist so schön und so sauber. Ist halt, ja, ist natürlich auch ein Steinsee, aber trotzdem hat das hier schon so ein bisschen Karibik-Feeling fast hier mit diesem Türkis und Blau und... Ja, guck doch mal. Schon. Warum müssen wir schnell wegrennen? Weil die Tiere kommen. Aus dem Wald? Ja. Na, guck mal, ist doch viel zu hell, oder? Da kommen die doch bestimmt nicht. Nein. Die sind doch bestimmt nur im Dunkeln im Wald unterwegs, oder? Ja. Jetzt haben die sich irgendwo verkrochen und schlafen bestimmt irgendwo, oder? Ja. Also wir stehen jetzt gerade hier in der Schlange und wollen uns ein Ticket für die Zugspitze holen zum Hoch- und Runterfahren. 14:30 fährt die nächste. Das sind 10 Minuten, also alle 15 Minuten. Und wir haben gerade noch mal geschaut, weil ich ja vorhin gesagt habe, ich muss noch mal gucken. Hier seht ihr jetzt mal die Preise. Also es kostet pro Erwachsener hoch und runter 63 Euro. Ist also nicht günstig, aber den Spaß lassen wir uns jetzt trotzdem nicht entgehen. Wir finden die Höhe hier schon gerade spannend. Hier aus dem Fenster gucken. Wo fahren wir jetzt hin? Na, sag mal, wie heißt der Berg, wo wir hochfahren? Da fahren wir hoch, ne? Ja, oh Gott, hast du mich jetzt erschreckt. Das ist ja hier wie auf der Hängebrücke. Die Lilly, die findet es total faszinierend. Die hängt schon die ganze Zeit da und guckt. Be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. Lilly, wir haben es geschafft gleich. Gleich sind wir ganz oben. The key to you, even though I wanted to.
something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I lay. Okay, das ist schon krass. Also als Bergsteiger muss man schon mutig sein. Schaut euch das an. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera annähernd so rüberkommt. Das ist so krass. Da unten waren wir gerade, da ist der Alpsee. Das ist so heftig. Wobei ich sagen muss, also ich habe jetzt das Kleid an, aber ich hätte es mir noch kälter vorgestellt. Es geht. Also ewig könnte man jetzt so nicht aushalten, aber für einen Augenblick geht es zumindest mal. I feel alone and I'm just singing. It should have been you. Another time, another place, I just know. It could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. I could be driving to your place, but now the crown is shaking. Could be a face, but it feels like it will never go away until we make up. I can't be myself. I never knew how much I needed you. Should have been you. Another time, another place, I just know. It could have been you. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do. Cause it should have been you. Around your arms instead of being lonely. It should have been you. Another time, another place, I just know. You could have been the one who made me feel home. What a crime and what a shame to let go. It should have been you.